Was geht ab, Leute? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play GTA San Andreas. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da eingeschaltet habt. Und ich würde euch an dieser Stelle einfach schon mal fragen, wenn euch irgendwas auffällt oder wenn ihr was zu sagen habt, einfach einen Kommentar reinschreiben. Hallo Polizei, na? Schau, Polizei. Einfach einen Kommentar schreiben, es würde mich sehr freuen, wenn ich ein bisschen Feedback von euch kriege. Gut, aber das ist noch was anderes. Durch einen Renderfehler ist der originale Part 35 verloren gegangen. Deswegen haben wir eine ganze Mission verloren. Von Zero im letzten, also jedenfalls off, was heißt offscreen, aber in dem verlorenen Part habe ich quasi Zeros Laden gekauft. Und ich erzähle es euch gleich weiter. Supply Lines. Hey Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Man, them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow, my crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. Man, shit, ridiculous. So wie ich wie gesagt, gesagt habe, habe ich im letzten, naja, im originalen Part Zeros Laden gekauft und die erste Mission gemacht. Genau wie die zweite. Durch einen Renderfehler ist die allerdings verloren gegangen. Beziehungsweise ist die erste Mission verloren gegangen, genauso wie Footage davon und so. Dann habe ich die Rohdaten leider zu früh gelöscht. Und ja, das Resultat seht ihr jetzt hier. Wir haben eine ganze Mission verloren. Das tut mir extrem leid. Ich muss die Quality Control einfach nochmal erhöhen. Was wir jetzt also hier machen, wir haben dieses extrem geile Modellflugzeug, dessen Steuerung ich einfach so scheiße finde, als wäre sie vom Satan höchstpersönlich gemacht. Und mit diesem Modellflugzeug zerstören wir jetzt Berkeleys Lieferstrecken. Das Problem dabei ist einfach, dieses Flugzeug steuert sich derartig scheiße, dass ich dafür wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde brauchen werde. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dieses Flugzeug steuert sich wie der Teufel höchstpersönlich, wenn man den steuern kann. Ups. Moment. So. Ich weiß auch nicht, ob ich alles drin lasse, weil echt, es ist einfach auch nicht so richtig lustig, mir dabei zuzusehen. Man braucht die Maus im Grunde genommen nicht bewegen, ansonsten stürzt man ab. Und wenn man irgendwas anderes bewegt, stürzt man auch ab. Naja. So, wir müssen im Grunde genommen Berkeleys Kuriere ausschalten. Und, oh ja, genau. Genau, schieß mich mit deiner MP ab. Das machst du gut. Los, los, gib's mir hart. So, wo bist du? Da. Das einzig Gute an diesem Flugzeug ist einfach, das Ding hat eine Bewaffnung. Da träumt echt der Führer von. Das Ding haut einfach nur rein. Naja, sofern man die dann ins Visier kriegt, was nicht unbedingt immer möglich ist, weil, ja, hier, sie ist da. Da, sie. Guck mal. Ich kann das Ding kaum in der Luft halten, ey. Nein. Okay. Noch alles gut. Und in die Ampel, genau. Hervorragend. Und, naja. Mehr ist zu dieser Steuerung eigentlich nicht zu sagen. Bekannt in dieser Mission sind auch leichte Graphic Bugs, wie ihr gerade gesehen habt. Im Grunde genommen ist es aber machbar, es ist nicht so schlimm und kommt auf keinen Fall, egal was ihr tut, kommt nicht auf die rechte Maustaste. Ihr sprengt euch damit in die Luft und die Mission ist gescheitert. Zu allem Übel stehen wir auch noch unter einem Zeitlimit. Nicht in den Vorgarten jetzt. Nein. So, nicht drehen. Jetzt muss ich mal kurz zurücksetzen, so. Wenn ihr Q und E gleichzeitig drückt, zentriert sich eure Kamera kurz nach vorne und dann wieder hinter euch. Das hilft sehr, habe ich festgestellt. So, das mache ich hier immer mal wieder. Und so lässt sich das einfach viel, viel einfacher steuern. Und gegen das Auto. Gut. Sehr gut. Alter, diese Mission macht mich total krank. Also die kostet mich bestimmt 3 Jahre meines Lebens. Mist. So. Und auf einem kleinen Side-Note. Ich finde, mein Bioshock Infinite Let's Play hat ein bisschen wenig Aufrufe.
Ich weiß, ich bin kein Gronkh und ich weiß, ich bin kein Pete Smith, aber vielleicht spiele ich das ja an einigen Stellen etwas anders als die Großen. Und es würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr da einfach nochmal vorbeischauen würdet, einfach nur um zu gucken, ob es vielleicht gefällt oder vielleicht auch nicht. Es kommt täglich ein paar, da sorge ich wirklich für. Und nein, also ich kann jetzt nicht um Views betteln, das ist es ja gar nicht. Aber ich wollte euch einfach nochmal darauf hinweisen, dass das auch existiert. So, wir jagen immer noch diesen Van, den wir schon einmal abgeschossen haben. Im Grunde genommen... Nein! Oh. Im Grunde genommen ist es die Idee, dass wir nur eine Salve pro Van brauchen. Denn dann haben wir auch eine reale Chance, das zu schaffen. Wenn ihr es so wie ich macht und so ein Van so drei Jahre hinterherfahrt, dann verringern sich eure Erfolgschancen ziemlich. Wenn jetzt irgendjemand sagt, dieses Flugzeug wäre eigentlich ganz einfach zu steuern, ich würde mich einfach nur extrem dumm anstellen, dem kann ich sogar recht geben, weil wahrscheinlich ist es tatsächlich der Fall. So. Ich hatte an dieser Stelle einfach mal, bis ich den nächsten Van gefunden habe. So, nachdem wir um diese Ecke eingetaucht sind, sehen wir einen Typ auf einem Motorrad. Und wir behaken den sofort mit massivem Beschuss. So. Je schneller wir den kaputt kriegen, desto besser. Scheiße, ne? Nein, nicht die Taste. Lass die Finger von A und D. Auf jeden Fall. Und steuert vornehmlich mit W, S, Q und E. Und dann geht es einigermaßen. Aber naja. Ich sage wirklich, lasst es euch gesagt sein. Die Steuerung von diesem Ding ist die absolute Hölle. Das Problem ist, jetzt fahren die ein bisschen schneller. So ein kleines bisschen schneller. Und wir kriegen sie kaum noch. Geil. Super. Echt, so gut. Alter, echt, wenn es eine einzige Mission gibt, die ich auf diesem Spiel restlos streichen würde, wäre es diese. So, und da unten haben wir ihn, den letzten Van. Wenn jetzt nichts schief geht, sollten wir die Mission in der Tasche haben. Ich sollte einfach die Fresse halten. So, landen wir mal vor ihm. Dann neben ihm. Eigentlich gerne vor ihm. So. Dann nämlich nicht schießen, bevor wir nicht schießen. So, ein bisschen wenden. So, und jetzt Feuer. Einfach Feuer. Das was? Diesmal mit Abstand. Komm. My humiliation is complete. Hä? Dann wäre das mal der letzte Van. Ich habe so eine leichte Vermutung, dass ich mich da reinsprengen muss. Das wird einem aber nirgends erzählt. Oh, er hat sich ein bisschen... Ah, er ist falsch gefahren. Und wir auch so ein bisschen. Naja. Das macht ja nichts. Wie gesagt, ich habe so die leichte Vermutung, dass wir jetzt hier ranfahren müssen. Und dann mit der linken Maustaste. The world today is people over 30. If you... My humiliation.